In diesem Video möchte ich dir die besten Master-Unis für ein BWL-Studium in Europa vorstellen, die insbesondere dann für dich relevant sind, wenn du nach dem Master in sehr kompetitive Berufsfelder wie zum Beispiel das Investmentbanking, die Strategieberatung, ins Private Equity oder auch zu sehr hoch dotierten Startups einsteigen möchtest. Mein Name ist David Döbel, ich bin einer der Gründer der Karriereberatung Pumpkin Careers und wir bei Pumpkin, wir betreuen über 1000 ambitionierte Studierende bei uns in Coaching-Programmen. Wir arbeiten dann mit externen Coaches von Unternehmen wie ehemals McKinsey, Bank of America etc. zusammen und zahlreiche unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer studieren ebenfalls an diesen Hochschulen oder werden nach ihrem Bachelorstudium potenziell dort einen Master absolvieren. Das heißt, ich werde jetzt versuchen, dir eine sehr diverse Gruppe von Hochschulen auch aufzuzeigen, sodass du für dich selber erkennen kannst, okay, was ist für dich relevant. So, und ich habe so ein paar verschiedene Grüppchen hier vorbereitet. Ich werde auch jeweils grob sagen, was die jeweiligen Master-Unis auch kosten, denn natürlich so ein Master bereitet dich vor für einen Berufseinstieg, wie gesagt, in sehr kompetitiven Branchen, wo du dementsprechend auch hohe Gehälter verdienen kannst und dementsprechend sind da viele Unis dabei, die auch was kosten, aber wir haben auch ein paar kostenlose oder sehr, sehr günstige Hochschulen hier mit dabei. Und ich starte erstmal mit den Klassikern hier in Deutschland, die vermutlich jeder kennt, der sich schon mal so ein bisschen über Master-Unis informiert hat. Das ist einmal die WAU, das ist die FS und das ist die HHL. Die WAU in Koblenz, in Fallendar, um genau zu sein, die FS, die Frankfurt School hier in Frankfurt und die HHL in Leipzig. Das sind so die typischen privaten Business Schools, wo man hier in Deutschland einen Master macht, wenn man vor allem dann auch in den Bereich Investment Banking, Private Equity, Strategieberatung reingehen möchte. Studiengebühren musst du rechnen zwischen 30.000 bis 40.000 Euro. Das wird natürlich sukzessive nach und nach ein bisschen erhöht. Häufig gibt es auch irgendwie einen Early Bird Rabatt, häufig gibt es auch Stipendien. Das heißt, wenn man sich da rechtzeitig drum kümmert, hat man die Möglichkeit, auch ein bisschen günstiger hier ranzukommen. Typischerweise hast du hier 2 Jahres-Masterprogramme. An jeder der Unis kannst du eigentlich wählen, ob du jetzt einen Finance-Schwerpunkt in einem Master hast oder auch einen MS-Finance machst, ob du eher einen Management-Schwerpunkt machst. Teilweise hast du auch Entrepreneurship-Master-Programme. Das heißt, WAU, Frankfurt School, HHL ist eigentlich immer eine sehr safe Bank. Ich würde mal sagen, von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern von uns, die einen Master machen, ist wahrscheinlich sogar recht genau aufgeteilt. Wir haben ziemlich viele Leute in dem Finance Master an der WAU, der placed auch sehr, sehr gut. Wir haben aber auch etliche Leute an der Frankfurt School, wir haben auch viele an der HHL. Mit der HHL zum Beispiel arbeiten wir auch regelmäßig zusammen bei uns bei Pumpkin. Das heißt, da kann ich ja unten auch mal ein Video verlinken, wo ich mit Professoren von der HHL zum Beispiel ein Interview führe. Und die sind, wie gesagt, eine sehr safe Bank. Die placen alle gut, die placen alle bei den großen Beratungen vor allem, aber auch bei den Top-Investmentbanken jeweils. Natürlich eher dann die Finance-Track-Programme. Und so GMAT-seitig, so man kommt schon rein, wenn man sich anstrengt und quasi gut auf den GMAT vorbereitet, wenn man die entsprechenden Praktika im Lebenslauf hat, dann kommt man da auch eigentlich überall recht machbar rein, auch wenn man zum Beispiel nur in einer Fachhochschule einen Bachelor gemacht hat, wenn man nur irgendwie dual studiert hat etc. Da sind diese 3 Adressen immer eine ziemlich safe Sache. So, was nicht so eine safe Sache ist, wenn man zum Beispiel dual studiert hat, wenn man an der Fachhochschule studiert hat etc., ist die HSG in der Schweiz, also in St. Gallen. Die Uni St. Gallen ist eine sehr, sehr renommierte Uni, da haben wir auch viele Leute im Coaching, sei es in den Bachelor- oder in den Masterprogrammen. HSG hast du halt das Problem, teilweise musst du dann nochmal so eine extra Runde drehen, wenn du einen Master machen möchtest. Wenn du zum Beispiel irgendwie an einer dualen Hochschule studierst und nicht die notwendigen ECTS in gewissen Fächern gemacht hast etc., kannst du dich selber auf der Webseite informieren. HSG ist eine staatliche Uni, aber halt in der Schweiz. Das heißt, für Deutsche für einen Master hast du dann schon Studiengebühren etwas über 3.000 Euro pro Semester. Das heißt, es ist günstiger hier als diese 30.000, 40.000 Euro. Aber ein bisschen was musst du auch noch mit reinrechnen. Aber dafür HSG placed hervorragend und öffnet natürlich die Chance auch für einen Berufseinstieg in der Schweiz. So, und ansonsten hast du schon schwierig, wenn du zum Beispiel aus Deutschland oder Österreich kommst, in der Schweiz einzusteigen. Das heißt, wenn du Schweizer Gehälter, Schweizer Steuermöglichkeiten etc. mitnehmen möchtest, ist die Uni St. Gallen definitiv eine sehr valide Option für einen Master. So, für die richtig, richtig ambitionierten Leute unter euch, die irgendwie sagen, mein Ziel ist es, später mal bei einem Mega-Fund im Private Equity zu arbeiten, wie Blackstone, wie KKR, die zu einem Hedge-Fund möchten, die Investmentbanker in London erfahren möchten, an der Wall Street vielleicht auch potenziell erfahren möchten. Da habe ich jetzt in der nächsten Rubrik einige wirkliche
top, top, top Tier Business Schools vorbereitet, also auch von allen anderen, die du hier siehst, kannst du so eine top, top, top Karriere schaffen. Aber ich werde jetzt 5 Business Schools vorstellen, die auch wirklich ziemlich viel Geld kosten, wo man aber sagen kann, da das Netzwerk, da die Alumni-Basis, da die Firmenkontakte, das ist schon wirklich top-notch und ja, Vergleich oder findet man sehr, sehr selten sonst irgendwie in Europa. Das ist einmal die EGC in Paris. So, EGC, der Finance Master in Paris, ist eigentlich wie seit Jahren so top-ranked. Wir haben zum Beispiel auch ein Video, kann ich dir auch unten verlinken, mit dem Felix, auch ein langjähriger Coaching-Member von uns, von Pumpkin. Der hat dann auch seinen Master an der EGC gemacht und wird jetzt bei der Bank of America in London einsteigen. Und so gibt es dann zahlreiche Personen quasi aus so einer Kohorte, die dann bei den Bulge-Bracket Investmentbanken einsteigen, in London, in Frankfurt, teilweise sogar auch in New York, die bei den Top-Beratungen einsteigen. Das heißt, EGC Paris, sehr, sehr interessant. Dann seit Jahren natürlich auch jeweils Institutionen sind in London, die London Business School und die London School of Economics. Die kosten aber wirklich viel Geld. Ne? Also bei der EGC bist du aktuell so bei 40.000, 50.000 Euro Studiengebühren für den Master. London Business School, LSI, musst du nochmal gut was oben drauf addieren. Da bist du eher bei 50.000, 60.000, 70.000 Euro rein für die Studiengebühren, teilweise für so ein Einjahresmaster. Und dann hast du natürlich auch noch London Lebenshaltungskosten etc. Das heißt hier London Business School, LSI, das kostet schon Geld und von dem, was man so hört, irgendwie, wenn du dann nochmal irgendwie ein Urlaubssemester machen möchtest, um nochmal Praktika zu machen, das lassen sich diese Business Schools dann auch immer gut bezahlen. Das heißt, da kann es auch mal sein, dass du wirklich ganz knapp sechsstellig für so einen Master bezahlst. Aber wie gesagt, wenn man dann irgendwie eine sehr ambitionierte Karriere anpeilt, dann ist auch das grundsätzlich eine Möglichkeit. So, dann haben wir noch auch zwei ganz klare Institutionen in UK. Wir haben einmal Oxford und dann haben wir noch Cambridge. Ne? Das heißt, wir können es auch einfach abkürzen mit Oxbridge. Ist so die gängige Abkürzung dafür. In Oxford hast du die Said Business School und in Cambridge ist es die Judge Business School. Da zahlst du auch jeweils so 60.000, 65.000 Euro dann für einen Master. Das ist dann typischerweise so ein Finance Master oder auch ein Econometrics Master, machen Leute von uns aus dem Coaching, soweit ich informiert bin. Das heißt, Oxford, Cambridge, ebenfalls so eine absolute Top-Tier-Adresse für einen Master, auch was irgendwie Netzwerk angeht, auch was irgendwie Firmenkontakte angeht, was aber natürlich auch inhaltliche Lehre angeht. Und vor allem für diejenigen von euch, die irgendwie in London einen Berufseinstieg machen wollen, ist das auf jeden Fall eine sehr interessante Adresse. So, was dann ebenfalls so ein bisschen in diese Richtung geht, was auch ebenfalls für einen Berufseinstieg in London sehr interessant ist, aber dann zum Beispiel natürlich auch für Frankfurt oder Deutschland, Dachregion im Allgemeinen sehr interessant ist, sind dann auch so ein paar andere Unis quasi so aus diesem UK-Bereich. Wir haben zum einen Warwick, ne? Also da kann man auf jeden Fall einen relevanten Master machen. Dann haben wir St. Andrews. Das ist natürlich landschaftlich auch sehr schön gelegen. Und dann haben wir ebenfalls von der Lage her sehr gut einmal das Imperial College und dann haben wir noch das King's College. So. Das sind jetzt quasi einfach, das sind zwei sehr, sehr renommierte Universitäten. Da kannst du auch super Medizin studieren, da kannst du Informatik studieren und. Das sind einfach Institutionen. Da machst du auch mit einem Master nichts falsch. Da gibt es auch interessante Masterprogramme. Ich hatte mir damals auch so, habe ich nicht verfolgt, aber ich hatte mir zum Beispiel auch mal angeschaut, irgendwie so ein eher more tech-focused Master damals, als ich noch studiert hatte. Irgendwie, ich glaube, beim Imperial College hatte ich mal eine Bewerbung vorbereitet. Ich habe mich dann am Ende für eine finale Bewerbung an der HSG entschieden. Aber auch dort gibt es sehr interessante Programme. Und auch hier, ne, da würde ich mal sagen, ist es nicht ganz so. Also Warwick vielleicht noch schon eher, aber die anderen so, da hast du vielleicht auch ein bisschen mehr Diversität als in so einem Finance Master irgendwie an der SEC, wo wirklich eigentlich jeder zu den Bulge Brackets möchte. Aber auch das sind alles sehr, sehr gute Adressen, vor allem natürlich fürs Investment Banking Finance Sektor in London. So. Aber auch diese Unis, die kosten dann auch alle zwischen irgendwie, sagen wir mal, 35.000 bis 50.000 Euro. Lebenshaltungskosten dann in UK etc. ist dann teilweise auch nochmal ein bisschen höher. Das heißt, dafür musst du schon überall ein bisschen Kleingeld einplanen. So, wofür man allerdings gar kein Kleingeld einplanen muss, beziehungsweise wirklich nur Kleingeld einplanen muss, ist die SSE, die Stockholm School of Economics, und ist die CBS, die Kopenhagen Business School.
Stockholm School of Economics und Kopenhagen Business School, eigentlich so meine Top 2 Unis in Skandinavien für Masterprogramme. Da kann man theoretisch auch einen Bachelor machen. Die meisten Leute, mit denen wir zusammenarbeiten bei Pumpkin, gehen dann da eher hin für einen Master. Da gibt es zum Beispiel auch ein CEMS Masterprogramm. Und da kann ich euch wirklich sagen, also die Leute, die hier Zusagen bekommen, die sind wirklich super happy, weil du als EU-Staatsbürger keine Schulengebühren hast. Das heißt, hier 50.000 Euro, 40.000 Euro etc., hier zahlst du gar nichts und das Placement ist wirklich hervorragend. Es ist nicht so, dass jetzt an einer SSE irgendwie konstant irgendwie 80% von einem Jahrgang dann auch bei den Bulge-Brackets landen, weil da hast du eben auch mehr Leute, denen das Ganze einfach nicht so wichtig ist. Jetzt irgendjemand, der, keine Ahnung, 40.000, 50.000 Euro für einen Master ausgibt, der oder die ist einfach auch ambitioniert und die werden dann auch durchziehen. Da hast du natürlich hier an einer kostenlosen Uni hast du natürlich ein bisschen mehr Diversität, was irgendwie diese Berufsziele angeht. Nicht unbedingt Fokus auf Top-Einstiegsgehalt, aber im Großen und Ganzen sehr, sehr, sehr gute Adressen. So, meine nächste Bracket ist, also wenn wir es hier so ein bisschen unterteilen, wir haben einmal das, dann würde ich sagen, ist so die HSG so ein bisschen alleine. Da haben wir hier so diese absoluten Top-Tier-Programme, wobei auch alle anderen sehr, sehr gut sind. Ne? Dann haben wir so diesen Bracket, ne? Dann haben wir so ein bisschen diesen Bracket hier, wo du kostenlos studieren kannst. Der nächste Bracket ist auch sehr interessant und zwar ist er für all diejenigen von euch interessant, die einfach auch mal eine gute Zeit haben wollen. So, was heißt es, in was für einem Fall ist sowas zum Beispiel interessant? Zum Beispiel, ne, ich hatte hier angesprochen, Progress Story mit dem Felix mal anschauen von uns aus dem Coaching. Hier fällt zum Beispiel für mich eine Nova Business School drunter in Portugal. Da haben wir auch etliche Leute aus unserem Coaching. Eine Progress Story kann ich dir einblenden mit dem Tim zum Beispiel. Der Tim, der ist schon seit Anfang von seinem Bachelor bei uns im Coaching, hat seinen Bachelor an der Frankfurt School gemacht. Der hat dann mit uns Praktika bekommen bei Morgan Stanley in London, bei McKinsey in der Strategieberatung beispielsweise, hat Stipendien bekommen. So, das heißt, der war schon bei einer Top-Investmentbank, der war schon bei einer Top-Strategieberatung, aber er möchte trotzdem noch einen Master machen. So, und dann kann man zum Beispiel an eine Nova Business School gehen, in Lissabon, direkt am Strand, kann einfach eine richtig gute Zeit haben. Das sind ganz viele andere Deutsche, da sind auch ganz viele Leute aus anderen Kulturen. Man hat nicht extrem hohe Studiengebühren, an der Nova zahlst du gerade, geht so los, 13.000, 14.000 Euro. Und kannst einfach noch eine richtig coole Zeit haben, Netzwerken, hast noch ein bisschen Zeit für Praktika. Und vor allem dann würde ich so eine Business School zum Beispiel empfehlen. Oder auch allgemein, wenn du sagst, diese 30, 40k, die sind dir einfach zu hoch. Ne? Also jetzt nicht jeder von uns aus dem Coaching, der in die Nova geht, war schon bei McKinsey und Morgan Stanley. Aber auch so, ne? Place die Nova sehr, sehr gut. Die ganzen Top-Beratungen machen da Workshops. Genauso wie die IE, genauso wie die ESADE, genauso wie die Bocconi. Ne? Also das sind eben alles Unis, sehr, sehr hervorragende Unis, die besten Unis dann im Business-Kontext jeweils von ihrem Land, also Nova in Portugal, IE in Madrid, ESADE in Barcelona und Bocconi in Mailand, Italien. Und da ne, ist halt jeweils in so typischen für uns deutsche Urlaubsländern, Italien, Spanien, Portugal, da ist es typischerweise warm, da hat man wirklich eine super spannende Kultur, wo man feiern gehen kann, wo man schön essen gehen kann, wo man auch mal wegfahren kann eine Stunde, dann ist man am Meer etc. Das heißt, das sind alles Business Schools, die ich vor allem dann empfehlen würde, wenn man sagt, okay, ich bin eigentlich so mit meinem Werdegang so über den Bachelor hinweg schon ziemlich zufrieden, ich will jetzt einfach den Master auch nochmal nutzen, eine geile Zeit zu haben, Leute kennenzulernen, zu Netzwerken, noch ein, zwei Praktika zu machen und auch nicht zu viel auszugeben. Man muss schon sagen, ESADE, IE, Die gehen schon auch ins Geld. Ne? Da bist du auch so bei deinen 30.000, 40.000 für einen Master. Aber Bocconi und Nova ist dann auf jeden Fall eine sehr, sehr gute, aber auch tendenziell eher kostengünstigere Möglichkeit. So, dann haben wir natürlich noch bei unseren Nachbarn in den Niederlanden zwei sehr, sehr gute Unis. Das ist einmal die Rotterdam School of Management, die RSM. Und dann haben wir noch die Uni Maastricht. Ne? Also Uni Maastricht und Rotterdam sind also diese zwei klassischen Unis in den Niederlanden, auch definitiv zu empfehlen, sowohl die Bachelorprogramme als auch die Masterprogramme sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Da bist du auch bei eher humanen Studiengebühren von so 2.000, 3.000 Euro pro Semester. Ist jetzt nicht super günstig, aber ist jetzt auch nicht super, super viel. Wenn dir all diese Adressen nicht zusagen, du hast vielleicht auch Lust irgendwie auf einen ja, etwas individuelleren Studiengang, dann gibt es noch die EdHEC und die ESSEC, ne, also EdHEC und nicht zu verwechseln mit der EGC, ne? Also EdHEC ist da nochmal eine andere. Und die ESSEC Business School, die haben auch nochmal ziemlich interessante Masterprogramme. Hast du auch nochmal andere, sag ich mal, Studierende, die dort jeweils am Start sind. Aber auch das kann man sich angucken. Und auch hier ne, Studiengebühren von so knapp 30.000 Euro in etwa. Aber auch interessante Standorte, wo du das Ganze machen kannst, etc. So.
Wenn du sagst, das alles geht für dich nicht, weil all diese Unis kosten natürlich was, du kommst an die SSE nicht rein, du kommst an die CBS nicht rein, weil dein Profil zu schlecht war oder du willst in Deutschland einfach bleiben, keine Sorge, du kannst auch in Deutschland einen sehr, sehr guten Master machen. So. Zum einen eine Sache, die du dir auf jeden Fall ganz groß immer anschauen solltest, ich schreibe es dir auch einmal ganz, ganz groß hin, ist ein ZEMS-Master. So, ZEMS-Master ist so ein Programm, da hast du dann auch ein da hast du quasi auch nochmal immer eine Erfahrung an einer anderen Master-Uni. Das heißt, es ist Fokus auf Internationalität bei dem ZEMS-Master. Häufig hast du dann nochmal extra Kooperationen mit Unternehmen im Rahmen von diesem ZEMS-Master-Programm. Das ZEMS-Programm gibt es zum Beispiel an der SSE. Das ZEMS-Programm gibt es zum Beispiel an der Nova etc. Das heißt, dieses ZEMS-Programm gibt es an einigen von diesen Unis, zum Beispiel aber auch an der SSE gibt es zum Beispiel so einen Doppelmaster mit Yale. So, das heißt, teilweise hat es innerhalb von diesen Unis auch nochmal noch, sage ich mal, elitäre Programme. Aber sobald du irgendwo ZEMS-Master siehst, dann weißt du eigentlich immer recht pauschal, ne, kann man eigentlich fast recht pauschal sagen, das ist Target. Vor allem für Consulting, aber auch IB, Private Equity etc. kann man sagen, ZEMS-Master, machst du nichts großartig mit falsch. Und dann würde ich jetzt einfach nochmal ganz kurz hier vier staatliche, ganz normale Unis in Deutschland raufschreiben, wo ich eben weiß, okay, da gibt es viele Leute, so aus meinem Netzwerk von Pumpkin etc., die da ihren Master machen, wo ich weiß, okay, bei den ganzen Banken, Beratungen etc. findest du Alumni, die an den jeweiligen Unis ihren Master gemacht haben. Das ist einmal die Goethe hier in Frankfurt, das ist einmal die Uni in Mannheim, das ist dann typischerweise der MMM, der Mannheim Master in Management, und das ist die LMU und das ist die TU München. So, also das sind so diese gängigen Unis, sage ich mal, wo recht viele Leute einen Master machen, abgesehen von diesem ZEMS-Programm. Ne? Also Uni zu Köln bietet beispielsweise auch einen ZEMS-Master an etc. So, das heißt, das ist dann pauschal interessant. Aber auch sonstige Unis, wie jetzt irgendwie eine WWU, wie eine ESB, wie eine EBS etc., da kann man auch überall einen Master machen. Also typischerweise, wenn du irgendwo von mir eine Empfehlung für eine Uni in einem Bachelor findest, dann kann man eigentlich auch sagen, okay, da kann man auch einen Master machen. So tendenziell siedeln sich die meisten Leute dann schon hier an diesen Unis an, aber grundsätzlich gibt es darüber hinaus auch nochmal viele andere Master-Unis. Was halt immer interessant ist für so einen Master, ist zum einen, dass du da halt reinkommst. Ne? Das heißt, wir bei Pumpkin, wir haben einen Coach bei uns im Team, der Nuri, der hat selber seinen Master hier an der LSI gemacht. Der kümmert sich dann bei uns ganz individuell mit den Leuten um das Thema Masterbewerbung, dass die Unterlagen richtig erarbeitet werden, dass die richtige Uni ausgewählt wird, dass man schaut, dass man die Fristen betrachtet, dass man die ganzen Dokumente sich zusammenholt. Und der Nuri begleite ich dann auch bei Bewerbungsprozessen für Stipendien. Das heißt, zum Beispiel ich selber, ich hatte auch ein Stipendium Stiftung der Deutschen Wirtschaft, das hätte mir 10.000 Euro Studiengebühren pro Jahr bezahlt. So, ne? Und dann gibt es neben solchen breiten Stipendien, gibt es eben an den Unis an sich auch nochmal Stipendien. Das heißt, wenn man sich gut bewirbt, kann es auch gut sein, es werden irgendwie 25-50% von den Studiengebühren für so einen Master erlassen. Das heißt, das ist dann so ein Punkt, wo ich dir empfehlen würde, wenn du wirklich vorhast, dich auf eine von diesen Masters hier zu bewerben, dass du mal das Gespräch mit uns führst, einfach mal auf die Website pumpkincareers.com gehen und ein Erstgespräch ausmachen, damit wir mal evaluieren können, welche Master-Unis kommen für dich in Frage und können wir dir dabei helfen, dafür zum Beispiel ein Stipendium zu bekommen, eine Zusage zu bekommen etc. Und der zweite Punkt, worauf ich dich aufmerksam machen möchte, manche von diesen Unis haben ein Jahresmaster, andere von den Unis haben ein Zweijahresmaster und auch das muss man in Form von quasi so einem sehr holistischen Approach auch sich gründlich angucken, was in deiner Situation Sinn macht. Ne? Für manche Leute bietet es sich super an, ein Einjahresmaster zu machen. Für andere Leute würde ich sagen, ein Einjahresmaster macht absolut keinen Sinn in deiner Situation für dein Ziel. So, du musst mindestens anderthalb, zwei Jahre einen Master machen. So, das heißt, das sind Sachen, das muss man individuell ausarbeiten, wenn du da unsere Unterstützung, unsere Expertise haben möchtest, was wir schon mit weit über 1000 Leuten vor dir gemacht haben. Gerne einmal auf unsere Webseite gehen, pumpkincareers.com, dann schaut sich das ein Experte von uns aus unserem Team erstmal kostenfrei und unverbindlich bei dir an. Und wenn wir merken, hey, wir können da wirklich Value adden, wir können dir dabei helfen, hier reinzukommen und damit auch dein Berufsziel zu erreichen, dann würden wir uns natürlich freuen, dich auch an einem von unseren kostenpflichtigen Coaching-Programmen begrüßen zu dürfen und da eng mit dir zusammenzuarbeiten. Ganz viele Videos, wie gesagt, mit erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern von diesen Unis etc. findest du auch auf unserer Website. Tim, Felix, verlinke ich dir zum Beispiel unten direkt in der Videobeschreibung. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, geholfen hat, dann freue ich mich für immer über eine positive Bewertung. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, viele Grüße, dein David.